Das Familienunternehmen Chocolat Camille Bloch in Courtellerie. Gegründet 1929 in der Stadt Bern, zog es bald schon in den Berner Jura, wo es heute von Daniel Bloch in dritter Generation geführt wird. Schokoladenspezialitäten, von A bis Z selber hergestellt. Getreu diesem Motto findet seit jeher auch die besonders wichtige Röstung der Kakaobohnen im Betrieb statt. 1942 wird Ragusa erfunden. 6 Jahre später Torino. Damit kreiert Camille Bloch zwei der beliebtesten und bekanntesten Schokoladenmarken der Schweiz. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen mit weiteren unverwechselbaren Spezialitäten unter Schokoladeliebhabern einen hervorragenden Namen gemacht. Das Unternehmen verarbeitet heute etwa gleich viele Haselnüsse wie Kakaobohnen. Über 500 Tonnen pro Jahr. Chocolat Camille Bloch. Ein eigener Weg. Nachhaltig hat sich auch das Wachstum entwickelt. Seit jeher steigen Umsatz und Anzahl Mitarbeitender des 5 größten Schokoladeherstellers der Schweiz. Von den 3.500 Tonnen Schokoladespezialitäten wird etwas mehr als ein Viertel ins Ausland exportiert. Chocolat Camille Bloch, das steht für Cœur, Herz, Croissance, Wachstum, Kredibilität, Vertrauenswürdigkeit und Confiance. Wir wagen etwas Neues. Wir setzen auf unsere starken Marken Ragusa und Torino und entwickeln sie immer wieder neu, um unsere Fans zu begeistern und auch beim jungen Zielpublikum aktuell zu sein. Es ist süß, hat aber Ecken und Kanten. Offensichtlich Lara. Offensichtlich Ragusa.